Willkommen zu einem neuen Video von einem etwas anderen Format. Wie es Razor schon oft getan hat, will ich alle Pokémon erraten. Ich gebe mir selbst 20 Minuten Zeit und heute geht es um alle Kanto-Pokémon. Mal schauen, wie viel ich schaffe. Vielleicht gebe ich auch früher auf, weil ich einfach nicht mehr das Gefühl habe, dass mir noch irgendwas einfällt. Gut, ich hoffe, ich habe es eingestellt, dass nur Deutsch ist. Ansonsten habe ich es gerade genau andersrum getan. Wir starten einfach mal. Doch, passt. Dieser Knosp. Was schreibe ich hier? Ich bin nicht sehr gut mit der Tastatur, okay? Ich schreibe noch hier. Ich schreibe nicht mit diesem 10-Finger-System, ich schreibe einfach nur mit Zeigefinger. Muss natürlich auch ein bisschen konzentriert sein hier, ne? Oh, dieser von Smetro. Jetzt bin ich schon ganz woanders gelandet. Taubsi, Tauboga, Taubus. Machen wir mal so random Ditto, Lapras, Relaxo. Evoli Blitzer, Lamara, Aquana. Ditto hatte ich gerade eben schon, ne? Ja, der tarnt sich da unten, glaube ich. Ja, nee, der tarnt sich neben Lapras. Da ist noch ein zweites Aquana gerade aufgetaucht. Der Tanzi meinst du, was ich zuletzt eingib, gell? Mewtwo. Oh, ich wollte Mewtwo eingeben. Ich hab Mew instant genommen. Legis, Zapdos, Lavados. Ja, was schreibe ich da? Lavados. Arctos. Hab ich wiederholen? Ne? Toll. Ich hatte hier eine Playlist angemacht für das Video. Ich habe ja wiederholen angemacht. Nee, warte, ja, das gibt mir jetzt auch zum nächsten Sound, komm. Ja, diesmal ist nicht wiederholen an. Perfekt. So, können wir weitermachen. Was war das andere Käfer-Pokémon im Wald? Fondue. Kokuna. Und. Nicht Omot, egal, ich schreib's trotzdem. Bibor war's. Muss natürlich auch über verschiedene Sachen nachdenken, wie Megas zum Beispiel. Zum Beispiel Gengar. Oh, läuft kein Mega, aber fällt mir dann trotzdem noch so ein. Und Nebulak. Drachen-Pokémon gibt es nur drei in dem Spiel. Das wären Dratini, Dragonir und Dragoran. Wir hätten ja zum Schluss sehr viele schon mal. Sichlor. Käfer-Pokémon, was einem oft nicht so einfällt. Viele Entwicklungen kamen in Gen 2 dazu, zum Beispiel Seedraking. Dann gab es davor noch Seeper und Demon. Ja. Erste Arena: Rocco, Onix und Kleinstein, Gilrock, Giovat, Habitrak darf ich auch nicht vergessen, mache ich manchmal. Ich habe schon ein paar Mal diese Challenge gemacht. Ziehen halt immer wieder dieselben Fehler, was ich vergesse. Ich glaube, Feuer-Pokémon kann ich fast alle aufzählen. Ich fange jetzt erstmal mit den Standard-Basing an, bevor ich alle Entwicklungen mache. Vulpix, Punita, Magma, Electek fällt mir dann auch nur so ein, weil Electek mag. Ah, gute Musik. Zubat fällt mir oft nicht ein. Zubat und Golbat. X-Bat gab es ja erst in Johto dann. Weitere Gift-Pokémon vielleicht, wir haben schon Nebulak. Auf einmal habe ich Gastella im Kopf, das ist Alola. Weitere Feuer-Pokémon, da gab es auch noch was. Was mir gerade irgendwie nicht einfällt, da gab es noch ein weiteres Feuer-Pokémon. Egal, fangen wir erstmal mit Kampf an. Kikli, Rockchan und Hollow, Marshock, Abchomai. Ich habe gerade noch Amiibos vor mir rumstehend. Irgendwas in meinem Raum hilft mir sicher. Egal, machen wir weiter mit Misty. Starmie, Sterndu, Enton, Entoron, Pikachu, da habe ich nicht vergessen. Pikachu, Raichu, Dandan, Sandama,
Fangen wir an mit den Entwicklungen von denen, die ich gerade eben hatte. Galoppa, ich weiß nicht, wie man Galoppa schreibt. Ja, so schon mal nicht mit Ü. So. Was gibt's noch? Dritte Arena, Elektroball, Voltoball, ein Reitschotte, der auch noch. Übrigens kann ich hier auch mir, warte mal, wo sind Typen? Da kann ich mir die Typen so raussuchen. Da fällt mir vielleicht was ein und das tut es. Knappler, ich will nur mal sagen, Razor hat es auch gemacht, daher halte ich es für fair. Ein Profi, wer das nutzen darf, dann darf das auch ein Noob wie ich, oder? Pflanzen-Pokémon, gibt es da noch mehr? Erika war vierte Arena. Was hatte die noch? Die hatte, glaube ich, so random Gisa-Knosp. So, die Musik habe ich aufgehört, fängt die auch mal an. Battle Canyon, achso. Ja, danke für den Battle Canyon, der nicht läuft. Stahltyp, es gab noch. Zwei Stahl-Pokémon und zu der Zeit gab es nicht mehr den Stahl-Typen. Das wären Magnetil und Magneton. Unlicht-Pokémon gab es gar keine. Psycho. Hypno, Traumator, Abra, Kadabra, Zala. 82 haben wir schon. Ich will mindestens über 110 kommen. Das ist, denke ich, ganz gut. Austos, Muschas. Zu Beginn fehlen mir noch so viele. Was taucht denn ungefähr zu der Zeit auf? Ah, ich weiß es. Nidoran, Nidorina, Nidorino, Nidoking, Nidoqueen. Nach mir noch ein paar. Geist haben wir alle. Gestein haben wir safe noch nicht alle. Bohnen haben wir noch nicht alle. Gangama. Bizeros, Rihorn. Das kommt ungefähr zu der Zeit. Ich versuche mir gerade den Let's Go, versuche ich mir das vorzustellen, wie die da draußen rumlaufen, was ich da alles gesehen habe. Es fällt mir schwer, aber irgendwas hier zu checken. Wasser-Pokémon gibt es noch so viele. Wie heißt das, was in Paldea eine andere Form bekommen hat? Tentoxa, Tentacha. Ich hab die Musik aufgehört. Ach, lädt einfach nicht. Ja, danke, Alter. Jetzt kriegt's Internet oder so rein. Weiß ich auch nicht. Bro, lauf doch einfach so, hä? Das läuft. Ah, ja, keine Ahnung, was das war. Einfach ein Firefox-Bug oder so. Gift gab's ein paar. Pokémon von Jesse und James, Smogon, Smogmog, Rettern, Arbok, Zartenia, Utpigaria, Knofenza. Boah, jetzt habe ich aber schon ein paar, Alter. 102 auf einmal. Den Pokémon, Pummelo, Nodelo, schon eher als Normal-Pokémon, glaube ich, aber fällt mir ja trotzdem so ein. Schon Heilteira zu der Zeit? Nein. Es gab irgendein random Mega-Pokémon, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Misty hatte auch ein Mega Garados. Pokémon, da gab es doch noch mehr. Oh ja, gab es noch was. Mir fällt es bloß nicht ein, was es war. Wasserflug hatten wir jetzt, glaube ich, auch schon. Irgendwelche Kombinationen so. Der Normaltyp hatten noch nicht viel Kombinationen. Der Eistyp, da gab es noch ein paar. Osana. Was hat noch weiter? Ah, ich muss zu dem auf die Form denken. Alola, Paldea, Gala, da gab es verschiedene.
Wobei, hatte ich das schon oder nee? Das könnte zum Schluss kommen, da ist so viel. Das ist so eine große Lücke. Hier oben ist auch überall so eine fette Lücke. Noch weitere Gift-Pokémon irgendwie. Es gab so viel Giftwasser. Oder Pflanzewasser. Pflanzewasser war Kapalos oder so, aber das gab es noch nicht da. Ich meinte Pflanzegift, Wassergift. Weitere Formen: Alola, Alola Knocker, Tragosso. Was gab es noch für Alola-Formen? Alola, Alola Sandama, Alola Vulpix, die haben wir beide schon. Was ist mal noch irgendwie gestoßen oder so in im Anime oder so? Das hatte er schon im Team. Der hatte im Team hatte er einen Kingler. Kingler hatte der mal kurz im Team. Das hatte er in einem der Kämpfe eingesetzt und hat sogar damit gewonnen. Obwohl er es nie trainiert hat. Tauros hat er genug gefangen. Da gab es die Paldea-Form. Gibt es noch weitere Paldea-Formen von Kantomons? Also mir fällt gerade wirklich nur Tauros. Fleckmon. Fleckmon, Glamos, Lashuking gab es da glaube ich noch nicht. Boah, 117 ist schon stark gefühlt. Noch irgendwie Gestein oder so. Gestein sollte eigentlich noch was sein, oder? Käfer, weiß ich nicht, ob mir noch irgendwas fehlt. Weitere Lola oder Gala Form. Gala gab es doch auch ein paar von Kanto, oder nicht? Gala. Wie sind die Gala Formen alle? Es ist doch jedes Pokémon hat noch irgendwie eine weitere Eigenschaft dazu bekommen. Sei es eine Mega-Entwicklung, eine weitere Entwicklung wie bei Sichlor. Eigenen Z-Kristall. Giga Dynamax gab es. Medbo. Das Medbo haben wir schon. Die Arenen, die ersten drei Arenen, da waren irgendwie Necronospa, hieß das Ding nicht, oder? Das war, glaube ich, das Legi von dem DLC von Gala. Wir haben noch 7,5 Minuten. Das müsste eigentlich noch reichen, damit irgendein Pflanzen-Pokémon oder so einfällt. Gab es doch auch genügend, oder nicht? Jura. Ist auch gerade im Pokémon Go aktiv. Also mein Ziel hätte ich erreicht, aber 120 schafft man doch auch noch, oder? Psycho-Pokémon haben wir alle. Elektro. Elektro kommt mir noch ein bisschen weird vor gerade so. Elektro, vielleicht muss ich Doppeltypen irgendwie im Kopf haben oder so. Elektrogestein gab es glaube ich nicht. Es gab gerade mal Alola Georatz oder so. Elektropflanze auch eher unwahrscheinlich. Elektrokampf, nein. Elektrogeist, wir haben alle Geister. Elektrogift, das gab es auch glaube ich erst in Gala oder Alola kam es glaube ich dazu. Elektrogift. Stahl haben wir alle. Es muss doch irgendeine Gala-Form geben, die ich noch verchecke, oder? Paldea, es gab Paldea Felino, aber Felino ist Gen 2. Hab ich irgendwas hier rumstehen oder so, was mir hilft? Also ich habe hier eine Figur von einem Pummeluff, ich habe hier die Starter, ich hab Gengar. Hinter mir sehe ich Perry das Schnabeltier. Ich habe kein Kanto-Pokémon hinter mir sitzen. Eher chillig, also auf meinem Regal habe ich hier ein paar Dosen, aber ja, ich sehe da auch nur Shiggy, Glumanda, Pummeluff, Pikachu, die haben wir auch alle schon. Smash Bros. Oder so ein Spin-Off. Es gab Spin-Offs vom Kanto, nee, nicht explizit, oder? So, noch
chilliger Eistyp, da muss doch auch irgendwas sein, oder? Irgendwas, was random in irgendeiner Höhle spawnt. Kommt nichts in den Sinn. Irgendwelche. Vielleicht muss ich mit den Arenen weitermachen. Was war die fünfte Arena? Die fünfte Arena, die sechste Arena, die achte, Giovanni. Was hatte Giovanni? Der hatte irgendwie Nido King, Nido Queen oder so. Ich glaube noch ein Kangama. Mautzi ist Nobilikat. Es fehlen nur 30 Stück. Wer könnte das bloß sein? Ein alleinstehendes Pokémon zwischen Smogon und Nocturne. Irgendwas, was sich eventuell nicht entwickelt. So alleinstehendes, langweiliges Kack wie sowas. Umot und Blutzug hatte ich ja schon beide, ne? Sehe ich die hier irgendwo? Rotvogel gab es da noch nicht. Rotvogel war auch Gen 2. Irgendwas, was später noch eine zweite Entwicklung bekommen hat. Sei es jetzt Johto oder Gen 4, die glaube ich auch noch mal ein paar Babyformen so reingebracht. Elekid oder Magby, wir haben jetzt schon die beiden Entwicklungen davon. Komm, irgendwas muss hier noch sein, was ich einfach nicht im Blick habe. Vielleicht der Flugtyp. Oder normal fällt mir nie was ein, weil ich den Normaltyp nie benutze. Ich glaube, am besten wirklich ist es hier mit. Was gibt's für Gigadynamax? Was gibt's für Gigadynamax-Form? Es wird in den Arenen benutzt. Ich glaube, erst später kommen wirklich Pokémon zum Einsatz, die auch von Kanto sind. Weil erste drei Arenen, da waren ja dieses. Furunospa, nenne ich es eigentlich. Ich nenne es jetzt einfach so, obwohl ich glaube, dass es Legi ist. Okay, in der zweiten Arena von Gala gab es hier zweite Arena hatte was. Also ich weiß, mir fehlt irgendein Mega-Pokémon, das mir gerade nicht in den Sinn kommt. Was habe ich in Pokémon Go für Megas? Ich habe Mega Despotars, auch Gen 2. Ich habe Knackrack, was noch nicht Mega kann, aber es ist auch nicht. Metagross war Gen 3. Rexpizar war Gen 4. Sollte. Vielleicht auch 3, ich weiß nicht bei Rexpizar. Ich Wasser oder Eis? Ich glaube, beim Eistyp habe ich wirklich nicht viel. Es bei Eis denn sein? Oder das Feuer-Pokémon, was ich nicht ganz im Kopf habe. Was war es? Ich habe Vulpix, ich habe Ponita, ich habe Glumanda zum Beispiel. Ja, der Verlese oder ein Magma. Irgendwas ist da, ey. Mir fällt es nicht ein. Was war das? Feuer-Pokémon, was könnte es gehabt haben? Vielleicht doch noch irgendwie was von Alola. Alola Knogger haben wir. Alola Kleinstein. Alola. Ich hab's Gefühl, ich stick schon wieder an Gala im Kopf. Bei Gala muss es doch auch noch irgendwas geben. Ja, 121 ist ein okayer Store. Score. Was für Store, Alter. Was könnte zwischen Tauros und Magma sein? Ich habe nur noch 40 Sekunden, mir fällt nichts mehr ein. Wasser-Pokémon gibt es so viele und ich habe keins im Kopf. Enton, Europe, Kentacha,
Wassergift, Wassergift, Wassergift ist so eine übertrieben häufige Kombo. So wie Pflanzegift, Pflanzegift. Gibt es da auch noch irgendwas? Ach, 15 Sekunden, ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Pflanze. Ah! Okay, ich habe noch Tangela bekommen. Ich musste einfach mal über Monotypes nachdenken. Okay, was hat gefehlt? Ich bin ready. Was hat gefehlt? Komm, zeig's mir. Wo sehe ich das? Ja, komm, ich drücke einfach auf Shadows, dann wird's mir angezeigt, oder? Ja. Pipi, Pixie. Ich hab Menki und Rasa vergessen. Ich hab Fukane und Akani vergessen. What? Ja, okay, Parasect vergesse ich gefühlt jedes Mal. Digda, Digri, das war das Alola-Pokémon, was ich nicht gefunden habe. Pinsir. Ja, Pinsir war dazwischen. Schlurp, ja, jetzt verstehe ich absolut. Goldini und wie heißt das andere? Golking. Ich habe die Fossilien vergessen und Porygon. Okay, Porygon ist in Ordnung. Mann, ich bin Fan von Porenta, wie konnte ich den vergessen? Rudri. Und Dodri, so war das. Slimer, Slimog, okay, hätte ich auch wissen können. Hatte Ash sogar auch mal. Ja, stimmt, da gab es irgendwie eine Folge. Ah, jetzt spielt Waluigi's Island, geil. Ja, dass mir die Fossilien nicht eingefallen sind, ist traurig, aber. Was soll es gewesen sein von dem Pokémon-Quiz von Kanto? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ich es auch mal von einer anderen Gen machen soll. Könnt auch gerne schreiben, welche. Dann schaue ich einfach mal, das demnächst zu machen. Würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und ciao.